Und weiter geht's mit dem Standard Proliseum und wir versuchen nochmal so viel Wins wie raus, wie es möglich ist, rauszuholen. Weil wir haben ja unser letztes Leben quasi und hoffentlich kommen jetzt keine AIDS-Gegner. Also keine Paku Paladins, etc. Warlock. Mich die Quest mit. Sag mal nein. Komplett neu hat man am besten. Tracking into. Okay. Jetzt ich stelle auf die und im Animal Companion. Auf jeden Fall kein geiler Start. Everyone has demons. Buff. Warlock, okay. Okay, der geht weg. Das ist schön. So, den 2-4er, okay. Der haut jetzt ziemlich Bord raus. Top-Deck. Give all minions in your hand plus one plus one. Okay. Drei Wölfe. Okay, Serena Chain Gang. Firefly. What is value? Vielleicht gar nicht so klug, beide 2-3-3 da reinzurennen. Nochmal der. Ja, der baut auf jeden Fall Board auf. Oh, Marsh Queen ist jetzt richtig gut. Danke. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und Animal Companion. Und so 2-4, okay. Das sieht doch gut aus. Also hätte ich auch natürlich auch so ausspielen können, aber jetzt zählen die wenigstens zur Quest. Okay, in 4-4er eben gedoppelt. So, zack, zack. Gib mir meine Secrets. Tap into Good Lord. Okay. Wüste bis jetzt keine Antwort. Keine gute.
Aber ein abgequälter Dingens. Spellstone. Ist aber auch wieder bei 12 Damage. Give me a quest. Nochmal buffen. Okay. Uff. Ja, ching ching. Ziemlich geil, ne? Gehen wir mit dem rein, weil Poison das wichtiger ist jetzt. Und machen Beast. Alec und. Oh, Rush. Oh. Ja, auf jeden Fall. Kann es halt jetzt allein durch den TK vielleicht sogar noch rumreißen wieder. The Beast. Adept. Ja, und Pinguin. Explosive. Und Diamole. Solarium. Fucking Zulok. Super Flock. War klug, den 3-2 reinzurennen. Ich sag voraus, das gewinnt er jetzt. Warum? Wegen einer Karte, und zwar Deathstalker. Bloodweaver Gul'dan, ja. Es ist halt so blöd, wegen einer Karte gewinnt er jetzt noch. Eine Karte. Ja, bringt halt alles nichts, ne? Das ist halt so idiotisch. Wegen einer Karte im Deck gewinnt er. Haus hoch. Wegen einer Karte. Einer einzigsten Karte. Da kann man erst, daran erkennt man allein schon wieder,
wie stark manche Dead Knights sind wirklich, ja? Wenigstens vier Wins. Naja. 50 Gold. Packung. 20 Gold. Aber vielleicht ist eine Legendary drin. Ich hänge auf jeden Fall, glaube ich, noch ein, zwei Ranked Matches hin dran, damit man nicht anhand der Länge des Videos erkennen kann, dass ich verloren habe. Aber im Großen und Ganzen finde ich das Deck halt mega geil, tatsächlich. Ich meine, die Matches, die ich jetzt verloren habe, waren halt jetzt doch schon knapp, ey. Oder wurden wegen einer bestimmten Karte rumgerissen. Blood River Gul'dan. Wir behalten hier mal jetzt die Quest. Power. Ivan. Animal Companion. Cool. Perfekt. So, Bloodraiser. Nochmal Animal Companion. Und nächste Runde wahrscheinlich einfach Subject 9. Wenn ich die ganzen Secrets schon mal aus dem Deck ziehe. Bitte nicht noch mehr Rüstung als nötig. Okay, er kann auch nur wegtrainen, wollte gerade sagen. Ein Spellstorm ist ganz geil. Okay, dann nicht. Aber Top Deck Rexa ist eigentlich auch ganz cool und ist jetzt in dieser Situation vor allem. Kennt Berserker. Bullshit, nice to have. Ich will ihn halt schon gerne wegmachen, ne? Aber dafür den? Nee. Oder doch, komm. Auch wenn es vielleicht verschwenderisch jetzt war. Und ein Beast bauen. Lashling. Echo und Rush. Red Horn folgen. Echo Rush. Secret baue ich dann noch. Wandering Monster.
Bloodraise, okay. Perfekt, natürlich, da ich Wände und Monster genommen habe. Haha. Ich wurde belohnt. Komm, damit ich denn los bin. Wenn's dumm ist. Einfach Platz mal auf der Hand. Dead Rattle. Hab ich Dead Rattles? Nein. Silence könnte nicht verkehrt sein. Multiple. Lifesteal. Im Echo Rush. Den wir jetzt wegnehmen bestimmt. Fliegt auch weg. Kann ich jetzt auch was Schönes machen, und zwar das da rein und dann da rein. Neun Handkarten, dann habe ich... Fühlst du die Karten auf der Hand? Mal ein Biest bauen, komm. Ja, okay. Ja. Oh, wir sind bei 10 Karten. Okay, dann auf jeden Fall ein Secret spielen. Damit die Hand frei wird. Der will aber auch ziemlich schnell durch sein Deck so durchziehen, so wie es aussieht. Drei, sechs, acht, danach bin ich mit 10. Kann ich nicht machen. Elec. Taunt. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Weil Damage, das ist geil. Adept, das war auch gut. Rush. Ja, komm. Aber wenn er den jetzt wegmacht, kann ich nächste Runde wahrscheinlich... Oder? Nicht ganz. Geil wäre halt gewesen, die Queen zu spielen mit dem Elec draußen. Oh, es wird aber nichts. Schade. Schade. Schokolade. Rampage.
Ich habe eine Antwort drauf. Eine gute. Zack. Ja, mach einfach den. Ich habe bei ihm jetzt noch keine richtige Win-Condition gesehen. Emerald Stone. Könnte meine Quest, glaube ich, mal irgendwie fast beenden. 3, 6, 10. Warum? So. Perfekt ausgespielt. Ab allem rein. Na komm, damit's weg ist. Firefly. Okay. Ich sehe darin aber immer noch keine Win Condition. Nehmen wir mal jetzt den hier. Neun Handkarten. Arthus. Return Poisonous, alles klar. Und eine Snake Trap. Ah, die muss eh weg. Damit einfach Platz ist. Wollen wir irgendwas wecken? Mal gucken. Ja. Einfache Wahl, ne? Okay. Jetzt überlebt der 8-8. Schade. Out of my jungle. Hat es Echo und Rush? Jawohl, geil. Ich habe aber zwei von denen jetzt. Windfury. Kann trotzdem einmal angreifen. Als ganz Charge. Oh, plus 3 Attack. Dann greife ich mit dem an. Na gut, er kann mit Heldenfähigkeit den Schild brocken. Aber trotzdem. Ich glaube, seine Win-Condition war wirklich einfach, einen fetten Berserker zu machen. War natürlich so auf, dass wenn er mit der Waffe reingeht, dass er nur den mitmachen kann. Nur weil der Turm in der Mitte könnte ja quasi alle drei mit einem Schlag einfach wegmachen.
Oh wow. Jetzt kann alles wegbauen. Ready. Nice little raptors. Wölfe müssen her und dann Charge. Excellent Rush. Ja. Vor allem, weil es die billigste Option ist. Weil den kann ich dann zwar mit 3 von denen losschicken. Worst Case Szenario nehme ich einfach Zulchen. Natürlich jetzt nicht geil. Ah, Problem gelöst. Karten gehen langsam aus. Er kann vielleicht ja Deadman's Hand haben. Und dann quasi Infinity gehen oder sowas. Okay, Rotface into. Was für ein Legendary Minion? Das ist sogar gut für ihn. Er will es aber zu Ende machen, wie man sieht. Mit 2 Minions wegdrehen. Okay, das ist aber nicht Schlimmes, den kann ich auch wegdrehen. Charge, ne? Gut. Alles klar, ja. Ja, der muss aber noch clearen. Sieg. Gut, das war es im Endeffekt mit dem Prolysium Prol, weil ich habe ja verloren. Erst mal kurz die neuen Karten, die ich da ausgepackt habe, aus dem Pack entdusten. Weil 40 Dust, ne? Wobei, das spare ich mir sogar auf jetzt mittlerweile wieder. Naja gut, wir sehen uns im nächsten Mal wieder. See ya.